Willkommen zurück zum Walkthrough, Folge 62. Heute werden wir uns um den Norden von Caelid kümmern und wir starten bei der Gnade Heiliger Turm von Caelid. Ich hatte zwischen dem letzten Video und diesem Video schon einen Stufenaufstieg gemacht mit meinen Runen, die ich hatte. Kriegsasche nutze ich aktuell in der Lanze, wieder Riesenjagd auf Eisig und im Schild das Barrikadenschild auf Standard. Und jetzt gehen wir hier links lang. Wir waren ja schon mal hier und sind den anderen Weg nach oben gegangen. Da haben wir die große Rune von Radahn aktiviert. Jetzt gehen wir links lang und gehen jetzt in den unteren Bereich des Turms, wo nochmal ein Bossraum auf uns wartet. Wir werden heute sehr viele Bosse machen, sehr viele Bossgegner. Nicht alle sind trophäenrelevant, allerdings geben alle sehr viele Runen, von der würde ich schon empfehlen, das auch so zu machen. Wenn euch allerdings irgendein Boss total frustriert, der nicht trophäenrelevant ist, dann könnt ihr den natürlich auch auslassen. Das ist ja eure Entscheidung, aber jeder Boss heute wird, glaube ich, Minimum 80.000, 90.000 Runen geben. Und da denke ich auch, dass wir heute locker 6, 7 Level machen werden, vielleicht sogar mehr. Jetzt sind wir hier erstmal einmal runtergefallen, jetzt lassen wir uns hier links nochmal runterfallen. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite so eine kleine Plattform, auf die wir runterfallen wollen. Das können wir am einfachsten tun, indem wir gegen die Wand da laufen. Das ist eigentlich immer ziemlich sicher. Dann springen wir hier einmal rüber. Springen darüber. Dann nach da. Einmal umdrehen und wieder zur Mitte springen. Und links sehen wir auch schon einen Aufzug und einen Gegner, den wir noch besiegen wollen. Ja, nicht runterstoßen lassen natürlich. Wir nehmen den Aufzug, der uns erstmal wieder nach oben fährt. Dort können wir jetzt einen Shortcut öffnen. Für alle, die dann danach sterben, haben es auf jeden Fall einfacher, wieder hierher zu kommen. Von daher machen wir das auch einmal schnell. Denn hier gibt es eine Leiter. Die werden wir einmal ganz nach oben klettern. Shortcut öffnen. Ja, da hinten ist die Tür. Hier sehen wir die Soldaten, die wir ganz am Anfang besiegt haben. Das heißt, solltet ihr demnächst sterben, könntet ihr einfach hier wieder durch die Tür laufen und die Leiter nach unten nehmen. So, wir gehen hier weiter. Wir besiegen diesen Gegner, nehmen jetzt da hinten noch den Runenbogen mit, gehen jetzt hier wieder außen entlang. Und lassen uns jetzt hier runterfallen. Und benutzen jetzt diesen Aufzug. Und dann sind wir auch schon gleich beim Bossraum. Bossgegner-Typ kennen wir schon. Und er wird uns nichts groß überraschen. Wenn wir noch die Gnade aktivieren. Wieder so ein Apostel der Götterskalpe. Ich werde jetzt auch nochmal die Laterne aktivieren. Ist recht dunkel. Schon vor dem Bossraum. Nehme schon mal meine Arznei. Farbe kann ich auch nehmen.
Verschwörung. So, und den Gegnertyp, den kennen wir natürlich schon. Hatten wir im Altersplateau schon mal besiegt. Wir werden dann das Set von diesem Boss bekommen. Und hinter dem Boss gibt es dann nochmal eine Truhe, die wir looten können. Da gibt es eine echt gute, schwere Glaubenswaffe. Die ist aber nicht trophäenrelevant. Genauso wenig dieser Boss. Von der, ne, wenn ihr das nicht machen wollt oder könnt, kommt später wieder oder lasst es halt aus. Und das Set. Und dann steht da hinten noch eine Truhe, die wir noch looten können. Für die gute Glaubenswaffe. So. Jetzt möchten wir hier hin. Hier befindet sich ein Händler und ein weiterer Klangperlenjäger bei Nacht. Wir porten uns zu Glade, westlicher Drachenhügel. Dieser Klangperlenjäger ist ähnlich schwer, wenn nicht sogar noch einen Tick schwerer als der im Altusplateau. Ich glaube, der hier gibt auch nur um die 50.000 Runen, also wenn ihr den nicht machen wollt oder ne, keinen Bock drauf habt, weil der wirklich sehr schwer ist, war ja auch schon im Altusplateau, fand ich. Ich denke, mit meinem Bild und mit dem Schild geht es, aber der verzeiht halt wirklich nicht viele Fehler. Ne? Das muss man einfach festhalten, ist wirklich einer der schwersten Gegner, würde ich sagen, im ganzen Spiel. Aber zuerst werden wir beim Händler auch noch ein bisschen was kaufen. Und hier auch noch die Glade aktivieren. Also wie gesagt, ihr könnt diesen Gegner dann hier auch auslassen. Für 50.000 Runen ist das jetzt auch nicht so schlimm. So, was kaufe ich hier? Ich kaufe einfach mal den Topf. Ich kaufe die zwei verlorenen Aschen. Diese Fackel ist auch ziemlich nützlich, hatte ich bis jetzt noch nicht vorgestellt und genutzt, aber man kann diese nutzen, um gewisse Bestien in der Welt von sich fernzuhalten. Zum Beispiel diese Basilisken kann man damit fernhalten und auch diese Hunde in Caelid kann man gut damit fernhalten, dass die einen nicht stören. Die muss man ausrüsten und auch dann ja vor sich halten, vor dem Charakter. Und Drachenwundfett, glaube ich, nehme ich auch nochmal mit. Ist ja alles nicht so teuer. Wir kriegen ja mittlerweile echt viele Runen. Have a safe journey. So, dann bleibe ich bei meinem Setup, würde ich sagen. Ja, ich bleibe bei meinem Setup. Und jetzt wechseln wir zur Nacht. Und wenn wir den Händler nicht sehen, dann wird auch der... Na, jetzt ist der Händler immer noch da. Wir müssen einmal kurz, glaube ich, aufstehen, ist immer am besten. Und dann nochmal Zeit vertreiben bis zur Nacht. Und wenn der Händler nicht mehr da ist, dann... Ist auch der Klangperlenjäger da. Na, jetzt sehen wir den Händler nicht mehr. Ich werde mich hier jetzt schon mal buffen. Na, wir können keine Beschwörung nutzen. Und wie gesagt, der ist schon ziemlich schwer. Mal aufpassen, hier spawnt er. Mit dem Griff immer ausweichen, wenn es geht. Das war nicht so gut. Ja, das ist auch schon mein Ende. Wie ihr seht, geht es extrem schnell. Wenn man sich hier einen Fehler erlaubt, stirbt man sehr schnell. Ich werde es gleich nochmal versuchen. Eigentlich ist es mit unserer Schildtaktik eigentlich ziemlich gut machbar. Aber wie ihr seht, habe ich jetzt einmal das Schild fallen lassen, aus Versehen. Und ja, das war dann schon mein Ende.
Ihr müsst auch immer auf seine Konter achten, oder auf die eigenen Konter am besten achten, dass ihr die nicht zu früh auslöst. Meistens schlägt er Minimum 3, manchmal auch 4 Mal. Schlägt er zu und dann kann man erst gefahrlos kontern. Na, gucken wir mal, Händler ist immer noch wieder da. So, Händler ist wieder weg. Ich werde mich wieder buffen. So, das war's dann auch endlich. Ihr seid wirklich einer der schwersten Gegner im ganzen Spiel, würde ich sagen. Und wie gesagt, gibt auch nicht super viele Runen. Ne, nehmt es mit oder lasst es sein. So, ich werde jetzt gleich mal Stufenaufstieg machen. Und Stärke. Gehen wir einfach weiter in Stärke, würde ich sagen. So. Dann haben wir den erledigt. Dann porte ich mich jetzt zur Gnade hier oben hin, Refugium der Bestien. Da werden wir den Stein-Gargul besiegen. Kennen wir ja auch schon. Hatten wir auch schon schwierige Kämpfe gegen. Wechsel nochmal zum Tag. Diesmal ist es nur ein einziger, der ist aber auch ziemlich stark. Ich würde auch wieder sagen, mit meinem Bild ist er eigentlich gut machbar. Aber schaut, ne, wie es für euch ist. Ihr kennt den Gegnertyp. Wenn er euch nur Frust bereitet, dann lasst es sein. Auch dieser ist nicht trophäenrelevant. Diesen können wir allerdings auch mit Beschwörung angehen, von der um einiges einfacher. Gerade für Fernkämpfer. Auch für Magier, würde ich sagen. Und bis auf diese Attacke macht er auch nur physischen Schaden. Weil wir mit dem Großschild auch alles wegblocken können. Er hält allerdings auch viel aus, ne? Weshalb der Kampf ein bisschen dauern wird, aber mit dem Großschild und mit Barrikadenschild stehen wir auch defensiv eigentlich sehr gut immer da.
Was seine Angriffsmuster angeht, ne, schaut immer drauf, welche Waffe er gerade benutzt. Dementsprechend ändert die sich natürlich, aber wie gesagt, mit meinem Bild, wir können eigentlich alles wegblocken. Defensiv ist das eigentlich kein großes Problem. Man muss nur ein bisschen Geduld aufbringen. Dann ist der Kampf eigentlich wirklich ein Klacks. Und gibt auch fast 90.000 Runen, also es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Na, das war jetzt nicht so gut. Das ist eben, wenn er seine, was ist das? Ist das eine Axt oder eine Hellebarde wahrscheinlich eher? Das kann schon gefährlich sein. Darum werdet nicht zu gierig, wie ich es manchmal tue. Wie gesagt, Kampf ist nur ein Geduldsspiel. Besiegen werdet ihr ihn so oder so. Mit diesem Bild, mit einem Großschild. Leider ist der Ort hier auch ein bisschen nervig zum Kämpfen, weil das eben so, ja, keine Ebene ist. Kein ebener Bereich. Und dann buggt der Gegner, finde ich, so immer auch ein bisschen rum. So, dann haben wir den auch endlich down. Gibt zwei Waffen und eine Menge Runen, wie gesagt. Dann porten wir uns auch gleich weiter hier zur Brücke. Hier werden wir den Drachen besiegen. Der kann auch nichts ganz Spezielles oder so, ist einfach nur ein weiterer Drache. Muss nur aufpassen, wenn man auf der Brücke kämpft, wie ich es gleich machen werde. Wenn er dann natürlich seinen Atem zündet, ne, dann kann hier die ganze Brücke in Flammen stehen. Da muss man vorsichtig sein. Warum, ihr könnt ihn vielleicht auch ein bisschen von der Brücke wegziehen. Könnt ihr mal testen, ich werde es so versuchen. Und wie gesagt, wie immer bei den Drachen werde ich meistens auf dem Reittier kämpfen. Jetzt macht er seinen Atem zum ersten Mal, sehr nervig, gerade auf der Brücke. Da kann man schon mal von getroffen werden.
Nein, ich bugge. Na toll. Anstatt ihn zu kriegen, ja, hing ich leider gerade fest. Ja, wenn ihr mal die Haltung von einem Drachen bricht, ist das immer richtig cool. Einfach immer schnell zum Kopf kommen, wenn es geht. Und ja, dann könnt ihr ihn kritten. Ihr seht ja auch, es geht auch so. So, ist der Drache auch down. Wir kriegen ein weiteres Drachenherz und 80.000 Runen vor allem. Dann geht's weiter mit den Bossen. Na, jetzt haben wir hier auf der anderen Brücke den nächsten. Das ist wieder so ein schwarzer Reiter. Bei dem können wir wieder keine Beschwörung nutzen. Ich bleibe bei dem gleichen Setup. Wir wechseln einmal zur Nacht. Denn dieser schwarze Reiter ist wieder nur bei Nacht da. Ja, mit der Kamera müsst ihr leider, das ist manchmal so, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen nervig, gerade in so einem Kampf. Also wenn ihr Gegner fokussiert und die Kamera kommt nicht richtig hinterher, dann ja, dann blockt ihr auch nicht in die Richtung. So hat er mich jetzt schon zwei, dreimal getroffen. Sehr nervig, aber passiert ab und zu. So, waren jetzt nicht so super viele Runen, dafür haben wir eine ganz gute Kriegsasche bekommen. Für alle, die ohne Schild spielen und die Probleme mit dem Ausweichen haben, kann ich diese Kriegsasche nur empfehlen. Mit der fällt es einem, wenn man ein bisschen damit geübt hat, viel einfacher Angriffen auszuweichen. Kostet allerdings natürlich dann auch immer ein bisschen Mana. Also unbedingt mal ausprobieren. So, importen wir uns zu Gnade. Dann werde ich auch mal einen Stufenaufstieg machen oder zwei. Drei sogar. So, jetzt geht's weiter zum nächsten Boss. Ich wechsle nochmal zum Tag. Der nächste Boss wird wieder so ein Erdbaum-Avatar sein, der wieder seine Scharlachfäule so ein bisschen versprüht. Also den kennen wir schon, haben wir den gleichen oder so einen ähnlichen, haben wir in Kaled schon mal besiegt.
Für alle, die gern so mit meinem Bild spielen und die vor allem gern mit diesem Trümmergroßschwert spielen, wofür man ja 16 Weisheit braucht, kann ich nur empfehlen, dass ihr jetzt langsam auch anfangt, vielleicht Weisheit auf 16 zu bringen. Weil man kann zwar, das hatte ich schon mal gezeigt, auch diesen Helm hier nutzen für plus 6 Weisheit. Allerdings reduziert er schon ziemlich stark auch die Lebenspunkte und ja, je weiter wir kommen, desto mehr Lebenspunkte wollen wir unbedingt auch haben gegen Bossgegner etc. Da würde ich jetzt empfehlen, dass ihr langsam anfangt, wenn ihr dieses Großschwert gerne und oft benutzt, dass ihr, ja, ich sag mal, ohne Runenbogen und ohne diesen Helm auf 16 Weisheit kommt. So, da hinten steht er. Warf mich wieder. Hier können wir auch wieder die Beschwörung nutzen. Auch eher ein einfacher Kampf, würde ich sagen. Achtet nur auf die Scharlachfäule, wenn er seinen Stamper macht. Das ist jetzt der Fall. Sofort aus der Scharlachfäule auf jeden Fall raus. Ja, ihr könnt auch aggressiv spielen. Und die einfach ticken lassen, die Scharlachfäule. Dann müsst ihr ja den Kampf aber sehr schnell beenden. Jetzt macht er wieder seinen Heiligschaden da. Einfach zur Seite laufen. Das war ein bisschen zu aggressiv jetzt. Ich dachte, ich konnte schon beenden. Bisschen zu gierig, aber ja. Geschafft ist geschafft. Kriegen wieder recht viele Runen. Und weitere Tränen für unsere Arznei. Und dann möchte ich hier noch auf einen Dungeon hinweisen, den ich im Walkthrough nicht zeigen möchte. Der ist jetzt auch hier gleich direkt in der Nähe. Ja, könnt ihr reingehen, ist auch nur ein kurzer Dungeon. Werde ich nicht zeigen. Da gibt es auch nichts super Tolles, ganz Besonderes, was wir unbedingt haben müssen. Ich werde später sowieso nochmal drauf eingehen, was wir in Caelid, in Gelmir und auch im Altersplateau, was ich nicht zeigen werde. Jetzt porten wir uns hier rechts zum Dungeon Katakomben der Kriegsopfer. Den haben wir freigeschaltet, nachdem wir Radahn besiegt haben. Und ich bleibe auch bei diesem Setup. Ich werde nochmal einen Stufenaufstieg machen. Und das, was wir jetzt hier drin machen, ist auch trophäenrelevant. Von der unbedingt mitnehmen. Für alle, die ja ganze Trophäen haben wollen. Und das ist ein Dungeon, ja, wo so, sag mal, Geistersoldaten der Vergangenheit gegeneinander kämpfen. Die hier irgendeine Schlacht austragen in dem Dungeon. Und das heißt auch, meine Taktik wird sein, die meiste Zeit im Dungeon einfach nur durchzulaufen. Ihr könnt die auch bekämpfen, die geben auch viele Runen. Ich werde die meiste Zeit hier nur durchlaufen und kaum kämpfen oder sogar gar nicht. Mal schauen. So, wir lassen uns einmal nach unten fallen, weil unten gibt es einen Zauber für unsere Magierfreunde. Da in der Truhe. Gucken, ob ich den kriege. Ja, kriege ich. Gefahrlos. Ihr seht auch, die machen guten Schaden. Sind schon gefährlich, ihr könnt gerne mitkämpfen, wie gesagt, ihr könnt hier theoretisch auch stehen bleiben im Dungeon.
Und ich glaube, ich werde mir mal Schalerfolie runternehmen. Im Dungeon könnt ihr auch stehen bleiben. Und einfach ein bisschen Runen kassieren. Ja. Und jetzt muss ich mich nochmal kurz orientieren. Genau, wir sind von hier gekommen. Jetzt sind wir sozusagen wieder beim Anfang. Ne, ganz geradeaus durchgehend, wenn wir durchlaufen, kommt der Bossraum. Den müssen wir aber erst wieder öffnen durch den Hebel. Wir gehen jetzt hier rechts lang. Wie gesagt, ich werde die meiste Zeit laufen. Diese Bogenschützen sind extrem gefährlich. Gerade die aufgeladenen Schüsse, aber auch die normalen Schüsse sind sehr gefährlich. Immer ausweichen, ganz wichtig. Die machen extrem viel Schaden. Wie man jetzt gesehen hat, obwohl es ein normaler Schuss war. Dann laufe ich weiter und hoffe nicht in den Rücken getroffen zu werden. Ja, könnte auch ab und zu rollen. Da hinten gibt es noch eine Beschwörungsasche, die wir mitnehmen können. Ich packe die einfach mal mit ein, auch wenn das gefährlich ist. Ne, hier war die noch gar nicht. Moment. Dann ist die ein weiter. Dann gehen wir jetzt hier durchs Fenster durch. Genau, dann müsste sie da hinten im Raum sein. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen vertan. Da ist wieder so ein Archer. Genau, hier ist sie. Da müssen wir auch aufpassen. Ganz gefährlich. Dieser Gegnertyp. Wie alles hier drin eigentlich, oder das meiste. Wir laufen wieder hier durchs Fenster. Und dann sind wir auch ehrlich gesagt gleich schon am Ende. So schnell kann das gehen, wenn man eben durchläuft. Jetzt haben wir hier den Hebel, den wir benutzen. Ich werde mir nochmal die Scharlachfäule runternehmen. Und ein bisschen Mana tanken. Können wir hier wieder runterspringen. Und ihr könnt auch nochmal jetzt zur Gnade zurückgehen. Ich glaube, das werde ich auch zur Sicherheit machen. Der nächste Boss ist zwar nicht extrem schwer, aber ich will doch, wenn es geht, alle Flaschen dabei haben. Das heißt, einmal zurücklaufen. Bei der Gnade einmal rasten. Dann müssen wir jetzt einfach nur wieder geradeaus durchlaufen. Den Boss-Gegner-Typ kennen wir auch schon. Haben wir auch schon mehrmals besiegt. Und meiner Meinung nach sehr nerviger Boss-Typ, weil er so eine kleine Hitbox hat, obwohl der so groß ist. Und ich werde jetzt auch mal wieder, wollte ich eigentlich vorhin schon machen, einen Runenbogen nutzen. Hatte ich vorhin vergessen. Lohnt sich auf jeden Fall für die ganzen Bosse mitzunehmen, ein bisschen stärker zu sein. Sei denn natürlich, ihr sterbt oft, dann lohnt es sich nicht. So, ihr kennt den Gegnertyp. Und dieser Dungeon oder dieser Bossgegner ist auch trophäenrelevant, beziehungsweise das, was er droppt, nämlich eine Beschwörungsasche. Diese ist trophäenrelevant. Ah, hier müsst ihr auch immer aufpassen.
Also mir ist es jetzt noch nicht passiert, aber es kann ja recht einfach passieren, dass ihr euch auch vergiftet, wie gesagt, mit Scharlachfäule. Ne, darum habt irgendwas dabei, womit ihr euch das runternehmen könnt. Oder besiegt den Gegner einfach so schnell, dass es egal ist. Und dann ist er auch nicht so schwer. So, da ist die legendäre Beschwörungsasche. Und eine weitere goldene Saat, die wir bekommen haben. Und jetzt werden wir am Ende des Videos noch etwas machen, was auch trophäenrelevant ist. Und zwar bewegen wir uns hier zum Mondlichtaltar wieder hin. Und hier hatten wir nochmal was ausgelassen. Ja, da gehen wir jetzt hin. Da ist ein Siegelgefängnis. Wie gesagt, ist auch trophäenrelevant, weil droppt auch eine Beschwörungsasche, die legendär ist. Ich werde auch nochmal einen Stufenaufstieg machen. Und werde auch mein Setup gegen diesen Gegner ändern. Und zwar gehe ich wieder auf das Trümmergroßschwert. Wie gesagt, mit dem Runenbogen, den ich aktuell intus habe. Mit der großen Rune von Godric. Habe ich die 16 Weisheit dafür. Ansonsten könnt ihr auch wieder diesen Helm benutzen, der euch 6 Weisheit gibt. Ja. Fakt ist, das ist einer, auch wieder leider einer der schwersten Gegner, Bossgegner in diesem Spiel. Weil er einfach unglaublich viel Schaden innerhalb von kurzer Zeit machen kann. Und schwer zu packen ist, weil dieser Gegner auch sehr, sehr schnell und agil ist. Wir können keine Beschwörung nutzen, was die ganze Sache noch viel schwerer macht. Für Fernkämpfer kann ich nur empfehlen, immer so weit wie möglich auf Abstand zu bleiben und schnelle Attacken auszuführen, die sicher sind, die ihr machen könnt. Dann wieder abhauen. Ja? So lange weglaufen, bis ihr euch so ein bisschen Ruhe lasst. Dann wieder draufhauen. Ich glaube, eine andere richtig gute Taktik gibt es da nicht. Und für Nahkämpfer kann ich nur empfehlen, dieser Gegnertyp hat einen richtig starken Nachteil, also eine richtig starke Schwäche. Und zwar hat er keine richtige Rüstung an, hat dementsprechend kaum Haltung. Das heißt, wenn ihr mit einer großen Waffe oder mit einer Kriegsasche wie Riesenjagd, was wir auch nutzen könnten, ne, oder so einen großen Schwert oder Waffe, wie ich jetzt trage, Trümmergroßschwert, auf den einschlagt, dann wird er seine Haltung verlieren, ziemlich oft. Und das ist natürlich offensiv wie defensiv sehr gut für uns. Und das ist der Grund, warum ich dieses Schwert benutze. Mit dem Schild werdet ihr hier Probleme haben, weil einige seiner Angriffe vom Schaden her gehen auch durch ein Schild durch. Ja? Darum werde ich es so zeigen. Ich denke, das ist die mit meinem Bild einfachste Variante, die man nehmen kann. Trotzdem schwerer Kampf. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. So, er spawnt. Und das meine ich. Er fliegt sogar richtig aufs Maul, sag ich mal, wenn wir ihn treffen. Und das jedes Mal. Ja. Das haben wir gerade leider nicht richtig getroffen. Davon am besten nicht treffen lassen. Alles, was rot ist, ist böse in diesem Kampf. So, ich habe Mana genommen. Jetzt, ne, das meinte ich auch als Fernkämpfer oder Magier. Manchmal lässt er euch so ein bisschen in Ruhe. Ja, dann ist er so auf Distanz. So, jetzt kommt er ran. Ja, jetzt ist er mal gut ausgewichen. Er hat einige ganz fiese Angriffe, auch einen Greifangriff, der extrem viel Schaden macht, wenn er euch erwischt. Und ihr seht, wie schnell der ist. Ah, da bin ich zu früh. Jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn ihr getroffen werdet von dem roten Zeug. Eure HP tickt runter. Alles sehr gefährlich, was er macht. Darum so oft wie möglich, wie gesagt, als Nahkämpfer würde ich so vorschlagen, aus der Haltung schlagen. Dem Ausweichen ganz wichtig. Das ist der Greifangriff. Ihr genug Mana-Pots einpacken, dass ihr das auch alles, ne, oft genug machen könnt. Und wie gesagt, er ist ziemlich ungefährlich, wenn er eben natürlich auf dem Boden liegt.
Ich denke, das ist logisch. Mit dem Schild würde der Kampf viel länger dauern und ihr würdet auch viel Schaden kriegen von seinen, ich sag mal, roten Angriffen. Ich nenne es einfach mal so. Ich weiß nicht, wie die Zauber heißen, beziehungsweise seine Attacken. Wie gesagt, als Magier würde ich so ähnlich kämpfen, ja, oder als Fernkämpfer allgemein. Einen kleinen Fehler am Ende gemacht, aber wurde nicht so bestraft. Wir bekommen eine legendäre Beschwörungsasche, die wir unbedingt brauchen für unsere Trophäen. Und dann nehmen wir die gerne mit. Wir haben auch noch mal ein paar Runen mitgenommen. Ich port mich jetzt einfach noch mal zu einer Gnade, egal welche. Auch noch mal Stufenaufstieg. Und dann zeige ich euch auf den Karten noch mal, was ich eben in den drei Gebieten nicht zeigen werde. Hat es ja schon angekündigt. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Hier sind wir jetzt komplett fertig übrigens auch in diesem Gebiet. Gehen wir mal nach Caelid. Ich hatte ja schon, bin ja schon auf vieles eingegangen. Alles, was im Süden ist, hatte ich in dem zugehörigen Video ja schon mal erklärt, was wir hier nicht gemacht haben. Hier war zum Beispiel ein Dungeon, ne, werde ich jetzt nicht nochmal überall drauf eingehen. Hier ist eine neue Markierung neben der verlassenen Höhle. Hier ist auch nochmal ein Siegelgefängnis mit einem recht einfachen Bossgegner. Könnt ihr machen. Und wie gesagt, hier beim Baum gibt es nochmal ein Dungeon, wo wir den Avatar gekillt haben, Erdbaum-Avatar, der die Seuche versprüht. Ne, gibt es hier auch nochmal ein Dungeon, den ihr euch angucken könnt. Ansonsten haben wir im Norden eigentlich alles Wichtige erledigt. In Gelmir, das wollte ich auch nochmal zeigen, gab es auch nochmal ein, zwei Sachen. Hier hatte ich einen Dungeon für euch schon mal markiert, den ihr natürlich noch machen könnt. Und hier oben gibt es auch nochmal einen Dungeon, den ihr machen könnt. Ja. Und ich bin der Meinung, das war's. Ansonsten fehlt uns hier natürlich noch der Endboss von dem Gebiet. Den werden wir ein bisschen später machen. Und im Altusplateau, beziehungsweise auch noch ein Stück von Gelmir ist das an sich. Das hatte ich ja auch schon gezeigt, was hier ist in einem früheren Video. Bin ich schon drauf eingegangen. Im Altusplateau selber gibt es hier nochmal ein paar Ruinen. Hier gibt es nochmal einen kleinen Bossgegner, den ihr machen könnt. Hier gibt es nochmal einen Gegner. Das ist diesmal kein Erdbaum-Avatar, sondern so einer, der diese schwarze Pest spuckt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. Kann man machen. Und was hatten wir noch? Hier haben wir nochmal eine Sternfallbestie. Haben wir auch schon zwei von erledigt. Also ihr wisst, wie es geht. Könnt ihr hier auch nochmal euch drum kümmern. Hier gibt es nochmal einen Dungeon mit vielen Blumen und Pflanzen. Ist jetzt auch nicht super spannend, aber wenn euch das interessiert. Wenn ihr hier von der Gnade diesen Weg entlang lauft, spawnt hier nochmal so ein Stein-Gargoyle aus der Luft. Ja, könnt ihr auch noch mitnehmen. Und was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Todesvogel. Spawnt nur bei Nacht. Ja, also bei der Gnade immer auf Nacht stellen, dann dahin laufen. Dann habt ihr ihn. Und ich bin der Meinung, das war's dann auch schon. Ja, das sind die Sachen, die ich in dem Walkthrough nicht zeigen werde, die ich nicht interessant genug finde und die wir nicht unbedingt machen müssen, die auch nicht trophäenrelevant sind. Und ja, das war's dann mit dieser Folge und in dem nächsten Video werden wir die Hauptstadt betreten.